Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserer Serie Das ist nur ein Test. Ja, und wir testen diesmal Spellforce 3. Wir starten. Moment, erstmal mit den Einstellungen vielleicht. Ich habe schon mal reingeguckt, ob es denn überhaupt läuft. Ja, es läuft und ich meine, ich hätte auch den Sound schon etwas zurückgedreht. Ja, das wurde auch übernommen. Okay, dann geht's zurück und wir starten sofort eine Kampagne. Ein neues Spiel und ich freue mich ganz besonders, Spellforce 3 vorzustellen, denn ich habe seinerzeit damals Spellforce 2 extrem gesuchtet auch. Und wie immer bei Das ist nur ein Test werden wir also die ersten Eindrücke sammeln und dann bleibt die Entscheidung bei euch. Ja, wir starten gleich mal ein neues Spiel, oder? Und wir starten als Zirkelmagier. Ja, die Entscheidung liegt bei euch, ob daraus dann ein Let's Play werden soll, eine ganze Serie werden soll oder eben nicht. Und los! Wenn ihr eine neue Kampagne startet, können eure vorhandenen automatischen Speicherstände beschrieben werden. Manuell angelegte Speicherstände bleiben erhalten. Seid ihr euch sicher, was ihr fortfahren möchtet? Ja! Ihr seid General Sentenza Noria, der Kommandant der Wolfsgarde. Gerüchten zufolge hat eine Gruppe von Rebellen sich in einem verlassenen Schloss in der Wildnis Iskandas verschanzt und schmiedet von dort aus Pläne, die Krone zu stürzen. Ihr Anführer, ein Magier namens Isamu Taha, ist ebenso charismatisch wie radikal. Es ist an euch, seinen Machenschaften ein Ende zu setzen. Ja, liebe Welt da draußen, und als Zirkelmagier zu starten, war vielleicht ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt. Nun, ich weiß aus dem zweiten Teil, dass es doch zum Schluss der Kampagne ganz schön haarig zugehen kann. Und ich muss gestehen, den zweiten Teil konnte ich nie zu Ende führen. Es war einfach zu schwer oder es wurde ein anderer Titel dann gespielt und hat das Ganze dann abgelöst. Leider habe ich also das Ende des zweiten Teils noch gar nicht gesehen. Der zweite Teil, kann ich so viel sagen, von Spellforce wird mit Sicherheit auch noch 2018 bei uns mal ganz kurz vorgestellt, denn es sind ja einige Serien geplant, noch weitere Serien, nicht nur Dinette, also Das ist nur ein Test, sondern auch andere Serien. Und wie gesagt, ja, es gibt zwei Folgen mit Sicherheit von Spellforce als Antesten sozusagen und Anzapfen. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, durch eure Likes, durch eure Kommentare, dann euren Wunsch zu äußern, ob daraus eine Serie für unseren Kanal entstehen soll oder eher nicht. Aber jetzt geht's los, denke ich mal. Stimmt, Herr. Die Rebellen scheinen hier Stellung bezogen zu haben. Gut. Was ist mit dem Außenposten? Der ist errichtet und sie warten auf euren Befehl. Der neue Gefreiter, Kapell? Ja, er hat momentan das Kommando. Gut. Ich habe es schon einmal gesagt, aber dennoch, diese Mission ist wichtig. Behaltet das im Hinterkopf. Der Anführer dieser Rebellen, Isamu Taha, ist mehr als nur ein gewöhnlicher Gesetzesbrecher. Er ist ein Verräter, ein Magier und ein Mörder. Wir von der Wolfgarde sind das Beste, was die Krone zu bieten hat. Und die Königin vertraut uns. Also, enttäuschen wir sie nicht. Los jetzt, zum Außenposten. Ja, und da geht es schon los. Allerdings bin ich dafür, dass wir vielleicht doch in den Einstellungen den Sound nochmal etwas runtersetzen. Ich finde, das ist etwas laut. Und ich möchte ja meine eigene Stimme dann auch hören. Benachrichtigungssprache, Dialoge, ja, ich glaube, das können wir alles soweit nochmal ein bisschen runtersetzen. Vielleicht so auf 85 hier. Joa, das ist so der Anfang. Wenn man das jetzt einmal eingestellt hat, dann braucht man da ja nicht nochmal in die Einstellungen reinzugehen. Die Dialoge, vielleicht war das gerade so laut.
Und die Effekte, ja, dann stellen wir die auch gleich ein bisschen runter. Umgebung kann, glaube ich, ein bisschen lauter bleiben. Ich weiß nicht, ich mag's, wenn da Vögel zwitschern oder so etwas. Jetzt hätten wir natürlich auch die Gesamtlautstärke runterdrehen können. Aber ich denke mal, die Musik und die Kampfmusik, die sind schon ziemlich gut eingestellt. Nur der Text war mir jetzt doch ein bisschen zu laut. Müssen wir speichern? Nein, müssen wir nicht. Wir können gleich zurückgehen. Dann wird das übernommen, hoffentlich. Ja, und ich hoffe, dass ich mich nicht übernommen habe nochmal. Denn es kann ziemlich haarig werden. Es kann ziemlich schwer gekämpft werden hier. So, wir können jetzt, glaube ich, unsere beiden Komplizen hier mal auswählen und sie irgendwo hinschicken. Haben wir so etwas wie ein Tutorial hier? Ich erinnere mich, es gab ein Tutorial und das ist, wenn man das jetzt nicht kennt oder wie ich jetzt zum Beispiel nach so vielen Jahren hier wieder reingeht, das heißt jetzt Spellforce 3 ist komplett neu für mich, dann wäre ein Tutorial schon angebracht. Das wäre also schon nicht schlecht. Vielleicht laufen wir einfach mal nach hier unten. Da haben wir schon was. Interaktion mit der Welt. Gut, das sieht mir nach einem Tutorial aus. Ihr könnt mit eurer Umgebung interagieren, indem ihr auf Objekte oder NSCs mit der rechten Maustaste klickt. Das haben wir gerade gemacht, das hat funktioniert. Okay, dankeschön. Da vorne scheint schon etwas zu lauern. Click and fight. Okay, da kann ich jetzt gar nicht drauf reagieren. So groß, ein Wolf scheint uns dort anzugreifen. Gut, Click and Fight. Fight-Menü kann euch im Kampf von großer Hilfe sein. Um es zu öffnen, gedrückt halten. Um es zu öffnen, drückt und haltet einfach die Alt-Taste, wenn ihr euren Cursor über einem Feind oder einem Verbündeten habt. Okay, klickt einfach auf die Fertigkeit, die ihr auf das Ziel anwenden wollt. Aha. Oh ja, das sieht mir groß aus. Also das ist ein Titel, da braucht man mit Sicherheit mehr als ein Wochenende, um sich da so ein bisschen einzudenken. Wirbelsturmattacke oder Wiederherstellung. Nun, Wiederherstellung, ja, wie oft können wir das machen? Kosten 12 FP. Was? Ja? Oh, hier läuft wer. Da kommt jemand auf euch zu. General? Ach so, sie ist unsere Heilerin, also ja gut. Los jetzt. Das ist doch erstmal nicht schlecht. Ja, in welche Richtung müssen wir denn? Haben wir da irgendwo... Ah, wir haben hier unten im Radar, links unten, da haben wir Niemandsland. Erreicht den Außenposten. Den sollen wir also erreichen. Und es wird bei mir wieder etwas dauern, bis ich da so reinkomme und mich damit anfreunden kann, aber wenn wir einmal drin sind, wird es unheimlich viel Spaß machen. Das kann ich schon mal versprechen, auch wenn ich den Titel nicht kenne. Der zweite Teil war wirklich super. Okay, offenbar die Überreste eines Reisenden scheint, als seien die Wölfe seiner habhaft geworden. Können wir hier irgendetwas einsammeln schon? Ich sehe, hier leuchtet es, hier blinkt es und ja, es hat sich fast danach angehört. Mal sehen. Oder müssen wir da das Menü öffnen und irgendetwas einsammeln? Kann das sein? Was? Sammeln, sammeln, sammeln. Können wir nicht. Wiederherstellung brauchen wir jetzt nicht. Ah ja, wir können ein wenig ranzoomen. Oh nein! Ja? Glossar haben wir auch. Wir müssen uns das angucken, da wir gerade am Anfang jetzt doch ganz schön damit zu kämpfen haben werden. Attacke! Man sieht, dass sie jetzt automatisch schon angreifen. Nun gegen Stimmen sollten wir so gerade eben noch ankommen können. Das sollte funktionieren. Wenn es ähnlich ist im zweiten Teil, dann kann ich schon mal versprechen, dass wir auch bauen werden. Also es ist auch vielleicht so eine Art Wirtschaftssimulation mit drin. Wir werden also bauen können, unsere Dörfer errichten und so. Ja, wie gesagt, es wird spannend und ich freue mich schon richtig darauf. So, schauen wir uns mal an, was das Kolossar alles kann.
Sieht auch sehr umfangreich wieder aus, sehr schön. Das Glossar ist eine spielinterne Enzyklopädie, in der ihr euch über die Spielmechaniken, die Einheiten und Fraktionen kundig machen, sowie einen zweiten Einblick auf die Tutorial-Bildschirme werfen könnt, nachdem ihr sie geschlossen habt. Ein Monster zu besiegen verschafft euch Erfahrungspunkte und schaltet den entsprechenden Eintrag im Glossar frei, wo ihr mehr über das Monster, des Monsters Geschichte und seine speziellen Fähigkeiten im Kampf erfahren könnt. Öffnet das Glossar, indem ihr zum entsprechenden Tab im Heldenbildschirm geht oder indem ihr F9 drückt. Oh, ja, ich hoffe, die F10-Taste ist dann nicht bedrückt, das belegt, denn das ist die Taste, mit der ich dann die Aufnahme starte und ende. Ja, sicher, ich lasse mich nicht abbringen. Ich meine, hier oben hätten wir was zum Sammeln. Das könnte nützlich sein. Beute, jawohl. Wir haben hier die Kugel der Flamme und Fokustrank, Heiltrank. Das werden wir uns später nochmal genauer alles ansehen, was das für Effekte hat und was das alles kostet. Und jetzt nehmen wir das erstmal mit. Später werden wir es uns ansehen, weil wir jetzt erstmal hier so ein bisschen weiterkommen wollen. Gut, hier oben geht es scheinbar dann erstmal nicht weiter. Wir gehen also mal ein Stück zurück. Unsere Heilerin nehmen wir gleich mit. Die gute Gwen. Und wir sind hier unterwegs mit Sentenza, Noria und mit Anselm. Speichern. Interessiert mich jetzt auch mal. Speichern, Spielstand speichern. Können wir auch also... Neuer gespeicherter Spielstand. Oh, und wir können es wohl sogar benommen. Ja gut, benennen können wir es benommen. Wir können es benennen und wir lassen jetzt einfach mal so diesen Eintrag hier. Später werden wir da bestimmt dann, wenn es einen später gibt natürlich, werden wir bestimmt dann auch mal uns Namen ausdenken, damit wir die Speicherstände dann schnell wiederfinden. Obwohl, wenn die Zeit drin ist, dann ist das ja schon alles okay. Wie kommen wir wieder raus? Fortsetzen. Jo, dann geht's weiter, meine Helden. So, ranzoomen kann man hier auch immer. Das werden wir uns auch später nochmal genauer ansehen. Und wenn ich mich nicht täusche, kann man unsere Helden auch hier unten irgendwie auswählen, oder? Ja, das machen wir ja gerade. Aber ich dachte, man könnte vielleicht auch über dieses Menü hier direkt dann die beiden auswählen. Ja, jetzt haben wir die Heilerin mit dabei. Mhm. Gut, jetzt sind nur die beiden Kämpfer quasi, die da nach vorne rennen. Und die Heilerin lassen wir mal so ein bisschen... Oh, genau, die lassen wir mal ein bisschen zurück, aber sie kämpfen auch gleich mit, was ich gut finde. Sie dürfte ruhig ein bisschen näher rangehen. Ja. General? Das sollte jetzt für den Anfang eigentlich klappen, hoffe ich. Hier haben wir ein Säckchen Gold oder so etwas. Da greift er noch irgendwas an. Tollwütig. Oh. Reizend. Das ist aber immer noch etwas laut von der Stimme, oder meine ich das nur? Jetzt sind wir auch gerade rangescrollt. Vielleicht liegt es dann daran. Hier oben haben wir so etwas wie eine Krabbe, die da noch im Gras sich versteckt. Sehen wir mal, ob wir das hier einsammeln können. Da haben wir Beute. Wir haben also etwas wie ein Wolfsfell und Fangzähne. Das nehmen wir am Anfang natürlich alles mal mit. Was? Und scheinbar werden wir schon geheilt. Unsere Heilerin, wo ist sie? Ja. Hier kann sie heilen vielleicht. Wie war das mit Alt draufdrücken und Wiederherstellung? Gut, schaden kann sie ja nicht. Und jetzt sieht es doch schon fast so aus, als wären wir hier im Dorf. Also wir nähern uns hier unten dem Haus. Ist das der Außenposten? Ja, Herr. Gut. Finden wir diesen Kapell. Ja, wir rennen einfach mit Waffen hier durch die Stadt. Das macht den Wachen gar nichts. Und die Quest. Ach, wir haben eine Quest-Information. Ihr habt eure erste Quest erhalten. Ihr könnt euch über ihre Einzelheiten im Questprotokoll kundig machen, welches ihr öffnet, indem ihr F8 drückt oder die Schaltfläche unten klickt. Unten klickt, das bedeutet doch Übersichtskarte anzeigen? Nein?
Pausenmenü, ein aktives Eingabeschema, nein. Baumenü, ja, darauf freue ich mich schon ganz besonders. Und Gruppenverwaltung auch nicht. Okay, was steht weiter? Wichtige Questobjekte werden auf eurer Minikarte, also hier dann an... Ach so, hier ist das. Zeige Questmarkierungen, zeige Einheiten und zeige Gebäude. Nö, das ist das auch nicht. Werden wir schon finden. Ja, wobei ich werden auf der Minikarte also angezeigt. Seid auf der Hut, nicht jede Quest wird im Questprotokoll angezeigt. Manche sind in Gegenstandsbeschreibungen versteckt oder ergeben sich aus Interaktionen mit der Welt. Schön. So, wir schnappen uns unsere drei Helden und gehen einfach mal in die Stadt hinein. Da haben wir schon jemanden und wir haben eine neue Information. Dialoge nämlich. Da geht es um die rechte Maustaste. Mit vielen Leuten, denen ihr während eurer Reisen begegnet, könnt ihr interagieren. Wichtige Dialoge von NSCs sind mit Sprechblasen markiert, die über den Köpfen der NSCs schweben. Ihr könnt jederzeit die Dialoge abbrechen, indem ihr einfach euren Helden einen Befehl erteilt und von dannen zieht. Unterbrochene Dialoge können wieder aufgenommen werden, indem ihr den gleichen NSC noch einmal ansprecht. Ja, wir wollen hier mit diesem NSC sprechen. Und sollen wir alle drei gleich auf ihn aufstürmen, also rechte Maustaste und... General Noria, es ist mir eine Ehre. Gefreiter Capell, wie ist die Lage? Mit wie viel Widerstand müssen wir rechnen? Schwer zu sagen, Herr. Wir haben zwei der Rebellen dingfest machen können, aber nichts aus ihnen herausbekommen. Außer, dass es wohl Unruhen innerhalb des Widerstands gibt. Das könnte uns in die Hände spielen. Ja, jetzt haben wir die Rollenspielelemente, also wir können auch jetzt auswählen, was wir jetzt machen wollen. Schwer zu sagen, Herr, aber wir haben zwei Rebellen dingfest machen können, aber nichts aus ihnen herausbekommen. Hat er das nicht gerade auch schon gesagt? Dann brauche ich das ja gar nicht vorzulesen. Also, außer dass es wohl Unruhen innerhalb des Widerstands gibt, das könnte uns in die Hände spielen. Ja gut, Probleme, wir können fragen also nach Problemen. Oder was ist mit der Patrouille passiert? Fragen wir mal, was mit der Patrouille passiert ist. Diese beiden Rebellen, die ihr gefangen genommen habt, wo sind sie? Kann ich mit ihnen sprechen? Ich fürchte, das wird nicht möglich sein, Herr. Sie sind tot. Tot? Ja, Selbstmord. Sie hatten Dämmerblütenblätter in ihren Roben versteckt und sie geschluckt, als wir sie einen Augenblick unbeaufsichtigt gelassen haben. Ja, das war leichtsinnig. Verdammt, das war leichtsinnig. Ihr hättet sie gründlicher durchsuchen müssen. Ich weiß, Herr. Es tut mir leid. Ihr habt von Problemen im Widerstand gesprochen. Was genau soll ich mir darunter vorstellen? Wie gesagt, mehr haben wir aus den Gefangenen nicht herausbekommen. Also haben wir wie befohlen auf euch gewartet. Dass Tahar und seine Magier sich in der alten Feste von Graf Vastel verbarrikadiert haben, wisst ihr ja vermutlich. Wir müssen also einen Weg hineinfinden. Dann tun wir das. Sonst noch etwas? Nein, Herr. Gut. Gute Arbeit. Gute Arbeit, Capell. Ich bin froh, dass Sie euch meiner Einheit zugeteilt haben. Oh, ich... Danke, Herr. Ich danke euch. Dann lasst die Arbeiter wissen, dass ich jetzt das Kommando habe. Bevor wir irgendetwas anderes tun, müssen wir das Lager und unsere Männer auf Vordermann bringen. Verstanden. Männer, hierher! Ja, ihr! Für alle, die es nicht wissen, das hier ist General Centenza Noria, Kommandant der Wolfsgarde. Er hat von nun an das Sagen. Verstanden? Jawohl! Das wäre geklärt. Was nun, General? Zuallererst sollten wir... Rebellen! Wir werden angegriffen! Verdammt, noch eins. Bleibt zusammen. Wir werden ihnen zeigen, was es heißt, sich mit der Krone anzulegen. Ja, liebe Welt, aber wohl nicht mehr ganz in dieser Folge. Mitten im Kampf ist die Folge am Ende. Ich möchte die Folgen hier für D-Net nicht allzu lang werden lassen. Und... Ja? Dennoch denke ich, ja, schaffen wir das? Ja, schaffen wir. Dennoch gucken wir uns den Kampf jetzt nochmal an, beziehungsweise wir können hier doch auch selber irgendwie ein bisschen mithelfen. Los geht's. Befehle? Oh, das wird lustig. Warum steht er hier hinten und macht nichts? Der gehört nicht zu uns. Der macht ja doch was. Alle auf ihn. Ja. Und da haben wir es geschafft. Das dürften alle gewesen sein. Gwen, alles in Ordnung? Ich weiß mich zu verteidigen, Brüderchen.
Aber danke der Nachfrage. Ruhe. Wir haben diesen Angriff abgewehrt, aber wir können nicht ausschließen, dass weitere folgen werden. Zuerst stocken wir unsere Vorräte auf. Dann errichten wir eine Baracke, um unsere Soldaten zu bewaffnen. Los jetzt! Capel, bemannt die Jagdhütte und seht nach, ob wir irgendwelche Holzfäller unter den Arbeitern haben. Wir brauchen Holz. Verstanden. Es gibt aber auch eine Menge Fisch in den Gewässern hier. Wir könnten also... Alles, was hilft. Ja, schön. Liebe Welt da draußen, wir sind am Ende der ersten Folge hier. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Nun zu Spellforce 3. Weiß ich jetzt schon, wird es definitiv eine zweite Folge geben. Und da werden wir dann mal sehen, wie es weitergeht. Da, wie man sieht, werden wir wahrscheinlich dann bauen dürfen, worauf ich mich schon besonders freue. Ja, Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.